Für Insekten sieht die Welt anders aus. Die Blumen haben andere Farben und der Garten erscheint in einem anderen Licht. Diese Sonnenaugen sind für die Biene nicht einfarbig gelb, sondern zweifarbig. Und genau das will der Jenaer Biologe Gunnar Brehm sichtbar machen. Er hat eine Kamera so umgebaut, dass sie die Wahrnehmung der Insekten imitiert. Insekten sehen anders als Menschen. Sie können auch drei Farben wahrnehmen, aber andere Farben als wir Menschen. Menschen können blau, grün und rot wahrnehmen, Insekten aber nicht rot, stattdessen aber UV-Strahlung. Mit einem Spezialobjektiv und eingebauten Filtern blickt Brehm auf die Blüten mit den Augen eines Insekts. Für uns ist das Sonnenauge einfarbig gelb und für die Insekten ist es tatsächlich wie zweifarbig, weil nur der äußere Bereich im UV-Bereich reflektiert und der innere erscheint ganz dunkel. Wahrscheinlich sind die Blüten dadurch noch etwas auffälliger. Also wenn man so zweifarbig ist, dann weiß die Biene sozusagen ganz genau, wo die Mitte ist und steuert direkt drauf zu. Und der äußere Bereich ist dann so beschienen wie eine Markierung. Viele eher unscheinbare Blüten wie die vom Storchschnabel entpuppen sich vor der Kamera plötzlich als wunderschön und kontrastreich. Auch die Ballonblume erscheint in einem anderen Licht. Ihr Stempel ist im UV-Bereich dunkel und lockt dorthin, wo der Nektar ist. Es ist so, dass Menschen oder Säugetiere im Allgemeinen eigentlich eine Ausnahme in der Evolution darstellen. Die meisten Tiere können UV sehen, zum Beispiel fast alle Vögel. Auch Reptilien können UV sehr gut sehen und auch alle Insekten und anderen Gliederfüßer. Also sind wir eher die Menschen die Ausnahme. Und von daher sind UV-Signale in der Natur auch extrem wichtig und sehr weit verbreitet, weil es für sehr viele Organismen eine Rolle spielt. Auch viele Schmetterlinge nutzen UV-Markierungen auf ihren Flügeln, um sich für Partner interessant zu machen. Dieses Bläulingmännchen, das gerade von einer Spinne gefangen wurde, leuchtet vor der Kamera fast weiß im UV-Bereich. Bei Bläulingen ist ganz auffallend, dass sie ein sehr starkes UV-Signal haben. Die Weibchen sind ganz unauffällig, aber die Männchen zeigen sehr starke Reflexion. Und das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass sie von den Weibchen gesehen werden wollen. Irgendwie überkommt einen als Mensch das Gefühl, im Garten nicht alles mitzukriegen. Aber das macht es ja auch so spannend. Wir haben uns in der Evolution genauso angepasst wie die Tiere. Und unser Vorteil ist das Rotsehen. Wir erkennen genau, wann die Beeren reif sind. Und müssen dann nur noch schnell genug sein und als Erste zugreifen.